Moin Leute, ich freue mich, euch wieder begrüßen zu dürfen hier zu einer neuen Folge Let's Play The Forest im Hüttenbau. Wir bauen hier ein richtig schönes, großes Haus. Natürlich groß, gut, es geht immer größer, ne? Aber ich finde für unsere Verhältnisse mehr als ausreichend. Wir brauchen dafür noch ganze 49 Loks, also 12 Bäume. Kann ich sagen, ich habe schon angefangen in der letzten Folge. Dann kam aber die Bekloppten im Weg. Oder musste natürlich ziemlich schnell flüchten. Aber erstmal die Stämme hier einsammeln, die hier so rumliegen. Dann nehmen wir den aber mit raus, ne? Sonst kann man auch gleich durchlaufen. Und vor allen Dingen hier sind noch wahnsinnig viele Stumpen. Das nervt auch. Ich nehme die Stumpen erstmal weg. Wieder spinzig. Dann haben wir hier noch mal ein bisschen auf. Auch ganz schön weit weggefallen. Ah, da war gerade ein Lurch, den hätten wir gebrauchen können. Wir müssen nämlich tatsächlich bald uns auch wieder echt mal darum kümmern, dass wir ordentlich was zu futtern auf Lager haben. Und zumindest nicht ordentlich, aber überhaupt etwas. Und aktuell haben wir nur noch 2 Stücken Fleisch hängen. 2 Schokoriegel haben wir vielleicht noch auf Tasch. Aber ich meine, gut, klar, wir wissen, wo es Rehe gibt. Wir wissen, wo es die Lurche gibt. Wir können uns Fisch fangen, also wir werden nicht verhungern. Da braucht ihr keine Sorgen haben. Das Buffet ist hier eigentlich immer reichhaltig. Genau, Schildkrötenfleisch uns gönnen, also es gibt alles. So, zieht durch, sehr schön. Fahren wir doch erstmal mit dem Schlitten weg. Ja, wir kriegen jetzt schon viel früher Sonne hier in unsere Base. Dadurch, dass wir jetzt hier noch ein paar Bäume wegkloppen, sind ja die Bäume, die immer den Sonnenaufgang hier stören. Oh Gott. Und dass man nicht Feuer war. Wer hat denn hier das Feuer angelassen? Und wer ist denn da gerade direkt drüber? Jetzt kriegen wir den da nicht mehr weg, solange das Feuer an ist. Gut gemacht. Müssen wir vielleicht gleich wegschieben. Ach, hier kommen wir nicht hin. Hier gerade so. Setzen wir natürlich aber auch eigentlich erst als letztes. Reicht nur für den untersten scheinbar. Hier müssen wir doch immer hochlaufen. Und vielleicht fangen wir dann in der letzten Ecke an. Macht es ja nachher ein bisschen einfacher. Dann müssen wir ein bisschen entspannter laufen. Hier können nicht die ganze Zeit rennen. Zumindest mal ein Stück fertig bauen, oder? So. Erste Stücken fertig. Und dann haben wir auch kein Holz mehr. Müssen wir ein neues Holz holen. Sehr gut. Yay. Alter. Wo will er hin? Flying. Alter. Slow Motion. Episch. Liegt unser Lokschlitten davon. Bleibst du hier bitte? Wo will er hin? Kommt da wohl irgendwann zurück? Was ist denn da los? Die Hintergrundmusik passt auch gerade so, als wenn er sich jetzt von uns verabschiedet. Alter, im Ernst? Dass man nicht ein neuer Bug ist. Ja, ich glaube, jetzt hat er den Punkt erreicht, wo er fertig ist mit Hochfliegen. Oder er bleibt jetzt einfach in der Luft. Ach, kann da ja nichts. Aber wir haben, dann müssen wir uns einen neuen basteln, ne? Vielleicht kommt er ja noch wieder. Schwebt langsam
Richtung Boden. Ernst? So ein Kokoloris. Wo haben wir denn? Da haben wir. Loxlet. Können wir uns noch ein und wissen, dass wir nicht nochmal den da so wegschieben, so gegenlaufen. Kann ja auch keiner mit rechnen, dass so ein Unfug hier passiert. Oh, diese ganzen Steine hier. Kommt er wieder? Wir werden es beobachten. Wir wissen ja, wo er ist. Wenn er dann nicht mehr in der Luft schwebt, ist er entweder komplett abgehauen. Toll, jetzt müssen wir erstmal unsere ganze Energie aufwenden dafür, dass wir einen neuen Holzschlitten bauen können. Oh, da fehlt noch eins. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall bewegt er sich noch. Komm doch wieder. Hätte nicht mitfliegen können, hätten wir uns mal schön eine richtig schöne Aussicht von da oben, ne? Über die ganze Insel wahrscheinlich. Also das hat uns der Lokschlitten jetzt voraus. Er kennt die Insel. Hauen wir jetzt da in die Richtung, weil da unser Lokschlitten steht. Und dann hauen wir jetzt noch ein paar Bäume weg. Wir brauchen noch auf jeden Fall 10 Stück. Immer noch. Zumindest haben wir gerade voll Energie. Ah, nicht wirklich, ne? Es ist ziemlich ruhig heute, bis auf diese eine Bekloppte. Verläuft die heutige Aufnahmesession echt mal wieder ein bisschen entspannter. Man kommt richtig voran, kann gut was bauen. Wird nicht die ganze Zeit unterbrochen. Heute gönnen wir uns noch einen Schokoriegel. Und noch einen. Dann haben wir nämlich wieder die volle Energie und hauen hier mal schnell ein paar Bäume weg. Schade, dass wir noch nicht die richtig gute Holzfällaxt haben. Ich weiß auch nicht genau, ich muss echt nochmal so eine Karte runterladen. Es gibt auch so eine Inselübersichtsmap, glaube ich, im Internet irgendwo zu finden, wo man wirklich gucken kann, wo auf der Insel noch so ein paar interessante Plätze gibt. Ah, ist ja gut. Wir müssen erstmal wieder abschieben. Einmal durch den Müll. Ich habe gesagt, wir fangen jetzt in der hinteren Ecke an, also machen wir das auch erstmal weiter so. Was macht er? Alter, schon fast nicht mehr zu sehen. Aber ganz minimal oben sieht man noch bei der Fahne, ne? Also er schwebt immer noch Richtung oberes Kartenende. Vielleicht prallt er dann ja irgendwann oben in den Himmel ab und kommt wieder. Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich hier gar kein... Hier sollte doch... So kommt das Fenster erst später. Ich hoffe, ne? Das ist ein bisschen ungeschickt.
Fenster kommt erst später. Einer noch. Müssen wir mal wieder ein bisschen Energie tanken, mal kurz ein bisschen schleichen. So, aber sagen wir zum Beispiel schon mal fast überall was. Dann können wir später ein paar kleine Räume machen oder so und vielleicht eine Treppe nach oben. Ein zweites Stockwerk. Eine Sonnenterrasse. Mal sehen, was uns da noch so einfällt. Und vor allem, wie viel Lust ich habe, Baumaterial ranzuschaffeln. Daran könnte es wahrscheinlich eher irgendwann scheitern. Was macht eigentlich unser Tree-Sap-Vorrat hier? Ja, 30. Das musste sein. Aber was mir gerade auffällt, wir haben gar kein Baumhaus mehr. Wo ist es hin? Wir hatten hier doch mal ein Baumhaus. Wir hatten das zerstört. Und wieso haben wir denn überhaupt noch diese drei Bäume hier? Aber wenn wir die fällen, laufen wir echt Gefahr, dass die irgendwo ganz dumm in die Base fallen. Im Zweifel zerhauen sie uns dieses, hauen sie hier alles wieder kaputt. Lassen wir lieber. Na, wir laufen mal ganz entspannt wieder raus, haben nämlich aktuell nicht so viel Energie. So, dann sind wir voll. Manchmal ist es ganz gut, schon mal ein bisschen Holz im Lokschlitten zu sehen, packen, denn man sieht einfach nachher schneller, wo ist er. Da ist er. Ne, er ist weg mittlerweile, ist nicht mehr zu sehen. Ist wahrscheinlich komplett aus dem Spiel raus geflogen. So, nehmen wir das hier nochmal weg, dann sind wir echt, ja, ist unser Flugzeugfrack hier auch bald freigelegt. Oh nö. Da müssen wir tatsächlich mal wieder kämpfen. Ich bin auch sonst immer so friedlich. Oh, ist aber auch eine Kombi drauf, wa? Wir auch. Mensch, Mensch, Mensch. Jetzt sind wir wieder schiedig. Muss doch nicht sein. Wir wollen nur ein paar Bäume fällen. Ich weiß nicht, warum wir immer gestört werden müssen. So, vielleicht machen wir mal einen kleinen Energieschub. Wir gönnen uns einfach mal eine Coke heute, ne? Coca-Cola auch. Ein sehr schöner Energielieferant hier. Ein Schluck und wieder voll Energie. Wir können wieder Vollgas geben. Reicht auch gleich erstmal, ne? Den und den einen Baum noch mehr und dann wollen wir erstmal wieder sammeln. Echt wahnsinnig, wie viel Holz man hier schon weggehämmert hat. Müsste man das auch langsam auf Satellitenbildern erkennen. Also die NASA oder keine Ahnung, irgendwelche Spionage-Satelliten müssten doch hier mal sehen, was hier passiert. Hier ist illegale Waldrodung. So, nehmen wir uns den. Ab zu Hütten. Und dann haben wir hier gleich so viel, dass wir den nochmal locker voll kriegen. Und dann fehlt auch nicht mehr viel.
für die Mauern des ersten Stockwerks. Den Innenausbau werden wir später vielleicht machen. Ich muss mal gucken, wie man das hinkriegt, dass wir da denn einfach noch ein Stockwerk irgendwie draufsetzen. So ein Wert mehr von mir ein Haus. Oder mit einiger Wohnung oder so. Auch nice. Dann machen wir erstmal die. Da fehlt noch eine Wand, da haben wir noch gar nichts. Sind heute schnell außer Atem irgendwie. Man sieht aber schon, beim nächsten Mal müssen wir eigentlich, wenn wir jetzt noch die nächste Ladung holen, nur noch grob so die Wände dicht machen, dann ist es zack, zack, fertig. Aber dann würde ich sagen, gucken wir uns das Ganze in der nächsten Folge an, wie wir hier weiterbauen. Ich danke euch für heute fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar, Like hinterlässt und wenn ihr dabei bleibt und beim nächsten Mal wieder reinschaltet. Also, bis dahin, schönen Samstag noch.